Endlich hat ihn Linz wieder, und zwar in voller Ausgestaltung seines Schaffens, Oskar Kokoschka. Der Vagabund, wild, verfemt, gefeiert. Oskar Kokoschka hat ja selbst von sich gesagt, ich glaube allen Ernstes, dass ich der größte Maler der Welt bin. Und ich kann ihm da teilweise auch zustimmen. Er ist wirklich ein grandioser Künstler. Vor allem in Österreich zählt er zu den Besten und Größten, und wir sind ganz stolz, ihn jetzt hier zeigen zu können. Von seinem spannenden Frühwerk als Menschenmaler bis zu seiner späten Landschaftsmalerei wandert der Besucher durch berauschende Farb- und Empfindungswelten. Er ist ja nicht nur Maler, Grafiker, er ist Schriftsteller, er ist Philosoph, ein weiser Künstler, der das ganze 20. Jahrhundert bestimmt hat, ein Universalkünstler. Wer war dieser außergewöhnliche Künstler, dessen leidenschaftliche Expressionen die internationale Kunstszene über 7 Jahrzehnte prägte und den Atem hielt? Ich habe ihn in Salzburg kennengelernt, zufällig. Für mich war er immer wild. Interessant und wild und anders als die anderen. Und immer wenn man zum Beispiel von jungen Wilden gesprochen haben, habe ich gesagt, mein Gott, der einzig Wilde in Österreich ist der Kokoschka. Ne? Und das stimmt für mich, das ist für mich so geblieben. Ich liebe ihn einfach. Und es ist ganz egal, was er macht, ob er zeichnet oder ob ich Öl habe, er fasziniert mich einfach und er ist nie langweilig. Und das ist das Schöne, Kunst darf ja nicht langweilig sein. Ne? Oskar Kokoschka hat ein sehr langes Leben gehabt und er hat sich nicht nur als Person inszeniert, sondern er hat sich als Künstler ständig neu erfunden. In einem wissenschaftlichen Rahmenprogramm und mittels Videoinstallationen nimmt die Ausstellung im Lentos auf Kokoschkas Diffamierung im Zweiten Weltkrieg Bezug und regt mutig zur zeitgeschichtlichen Aufarbeitung an. Er war damals der berühmteste Maler Deutschlands. Vielleicht war das der Grund, warum Hitler und die Nationalsozialisten sich so auf Kokoschka eingeschworen hat und 1937 dann der große Schlag gegen die moderne Kunst, gegen die Avantgarde. Das war die Ausstellung in München, die Ausstellung der entarteten Kunst. Und wie weit hat sich das Rad der Geschichte wirklich gedreht? Wie geht Politik heute mit Provokateuren um und nach welchen Kriterien beurteilt sie Kunstschaffen als förderungswürdig? Ich glaube, jeder, der provoziert, hat genauso Anspruch auf Förderung wie einer, der sozusagen nicht provoziert. Und daher darf und muss die Kunst auch dann und wann provozieren. Sie soll nicht beleidigen. Das heißt, eine persönliche Diffamierung würde ich persönlich ablehnen. Eine Provokation, um die Stimme für ein gesellschaftspolitisches Thema, für eine bestimmte Frage etwas lauter zu erheben, das ist in Ordnung. Das ist nicht nur in Ordnung, das ist notwendig. Auch Kokoschkas tragische Beziehung zu Alma Mahler nimmt in einigen Werken Gestalt an. Alma Mahler hat sich dann auch anderen Herren zugewendet, im Speziellen Walter Gropius, den sie dann auch geheiratet hat, während Kokoschka immer noch gehofft hat, dass er ihr Auserwählter sein wird. Es gab auch zwei Abtreibungen, die unter anderem Thema in seinen Bildern und in seinen Zeichnungen sind. Oskar Kokoschka hat zwei Weltkriege und Alma Mahler überlebt. Und eines ist sicher, seine Kunst wird uns alle noch um Jahrhunderte überleben.